Dr. Bieger beschreibt in diesem Video eine CMV-Infektion, also eine Zytomegalovirus-Infektion bei einem Erwachsenen. Ich möchte Ihnen heute kurz einen seltenen, aber insofern auch interessanten Fall vorstellen, bei dem es wiederum um eine besondere Infektion geht. Ein 37-jähriger Patient, Pilot im Langstreckeneinsatz, also mehrere Tage im entfernteren Ausland, im Dezember 2013 akut erkrankt, Halsschmerzen, keine hohen Temperaturen, nur subfebrile Temperaturen, Lymphknotenschwellung, teilweise schmerzhaft, aber schwere Fatigue, vor allen Dingen kognitive Störungen, was man Brain Fog nennt, also sowas wie zentrale leichte Benommenheit, Unruhe, massive Schlafstörungen. Direkt Anfang Januar ist er ins Tropeninstitut in München gegangen und man dachte natürlich, nachdem er auf der Langstrecke tätig ist, dass irgendwelche Tropenkrankheiten im Spiel sind, hat also auch verschiedenste Tropenkrankheiten getestet, auch auf Epstein-Barr-Virus, HIV, Syphilis, den TPA-Test. Alles war negativ. Daraufhin hat man gesagt, na gut, dann kann es keine Infektion sein und hat ihn, was in diesem Fall wirklich originell ist, in die Ambulanz von der psychiatrischen Klinik weiterempfohlen. Das hielt er aber nicht für angebracht und ist dann irgendwann bei mir gelandet, konkret Ende Januar. Und das sind Ergebnisse aus der ersten Laboruntersuchung, die wir gemacht haben. Das heißt, Entschuldigung, es war am 9. Januar. Da fiel im Blutbild nur auf, dass die Lymphozyten auch für sein Alter und überhaupt ungewöhnlich hoch waren, 54,4% bei insgesamt noch völlig unauffälliger Leukozytenzahl, also eine reine Lymphozytose. Dann haben wir einen Immunstatus gemacht, das heißt also die Lymphozyten weiter differenziert und da hat sich nur eine Menge gezeigt. Insgesamt also relativ hohe Lymphozytenzahl natürlich, 3140 und hier eine starke Verschiebung Richtung CD8-Zellen. Dadurch der Quotient zwischen der altbekannte CD4-CD8-Quotient 0,8, also schon in HIV bekannte Nähe gerückt. Hier auch, wie man das bei HIV findet, bedingt durch sehr hohe, sehr starken Anstieg der CD8-Zellen. Wenn die CD4-Zellen sich, sieht man hier relativ am untersten Level bewegen, also insofern Absinken der CD4-Zellen und Anstieg der CD8-Zellen, sodass dieser hochgradig auffällige Quotient entsteht. Wenn man dann guckt bei Aktivierungsmarkern, auch hier, wie wir es von HIV eigentlich kennen, CD38 stark erhöht, CD38 positive T-Zellen, aber auch HLA-DR positive T-Zellen, was man nicht immer bei Virusinfekten findet. Es kann auch sein, dass HLA-DR überhaupt nicht reaktiv ist, aber CD38-Zellen hier 56%, HLA-DR sogar 62% der T-Zellen positiv. Also eine enorm exzessive Aktivierung, wie man sie bei einer Depression, denke ich, sehr selten findet. B-Zellen relativ reduziert, NK-Zellen grenzwertig hoch, sogar absolut, aber das liegt an der hohen Lymphozytenzahl, absolut sogar erhöht. Dann haben wir natürlich nach der Herpesvirusinfektion geguckt, wie gesagt, EBV war schon im Tropeninstitut untersucht worden und war aber auffällig, weiß nicht, warum man das dort nicht gesehen hat, vielleicht war es auch eine Woche vorher oder anderthalb Wochen vorher noch nicht auffällig, jedenfalls hier war auffällig insgesamt ein hoher Ebner-Titer, der VCA-IgG-Titer niedrig, IgM positiv, das ist also auffällig. Herpesvirus 6 ähnlich, IgM schwach positiv und der IgG-Titer ungewöhnlich hoch. Zytomegalie, aber am auffälligsten, der IgG-Antikörpertiter vergleichsweise hoch und vor allen Dingen IgM im Verhältnis zu IgG stark positiv. Und hier sehen wir das Phänomen, was natürlich nicht oft zu sehen ist in dieser Ausprägung, aber doch interessant ist zu vermerken, dass hier nicht eine dreifache Infektion mit EBV, Herpesvirus 6 und Zytomegalie stattgefunden hat, sondern nur mit Zytomegalie und dass die Gedächtniszellen der anderen Herpesviren hier mitreagieren und es sogar wieder zu einem
IgM-Anstieg in diesem extremen Fall kommt, wie gesagt, ist nicht typischerweise zu erwarten, aber hier haben wir eine sogenannte Bystander-Reaktion der Memory-Zellen für EBV und Herpes-VO6, die natürlich bei ihm vorhanden sind, die eine akute Infektion suggerieren, aber bei EBV sehen wir schon, die ATP-Ebene ist positiv, was bei einer akuten Infektion nicht der Fall wäre. Und dann haben wir EBV-Virus-Nachweis im Speichel gemacht, was besonders sensitiv ist für diese Thematik. Und da sehen wir praktisch keine Viren im Speichel. Also EBV scheidet damit definitiv aus, sodass man also im engeren Sinne noch Herpes-VO6 und Zytomegalie diskutieren könnte. Hier ist aber eindeutig die Polarität so, dass IgM bei CMV hier hochpositiv ist, während es bei Herpes-VO6 nur grenzwertig positiv ist, sodass wir uns auf Zytomegalie festgelegt haben. Also eine akute Primärinfektion mit CMV-Virus bei einem Erwachsenen, was insgesamt selten vorkommt und vor allen Dingen selten eine derart ausgeprägte Symptomatik macht. Hier ist es also der Fall. Dann haben wir uns weitere Aktivierungsmarker angeguckt, Immunaktivierungs- oder Entzündungsmarker angeguckt. Ich bevorzuge inzwischen mehr den Begriff Immunaktivierung, weil wir doch verschiedene Ebenen der Immunaktivierung sehen können, die nicht im klassischen Sinne mit Entzündung assoziiert sind. Hier ist erstaunlicherweise, was wir bei Virusinfektionen ja normalerweise nicht sehen, auch eine schwache Mitreaktion von CRP und entsprechend Interleukin 6, das ja, wie Sie wissen, in der Leber CRP induziert, also hier eine schwache Mitreaktion. Ansonsten MCP1, wenig spezifischer Marker, weil er extrem sensitiv ist und schon bei Geringstzerstörung ansteigt, also hier eigentlich nicht besonders auffällig, hilft uns auch nicht weiter. In der Spätphase der Behandlung war CRP schon wieder abgefallen, also hier 9.1. positiv, 30.1. schon abgefallen unter Behandlung und natürlich weiterhin negativ. TNF, aber TNF-Alpha immer noch positiv, haben wir am Anfang nicht gemacht, wäre wahrscheinlich deutlich positiv gewesen. Interessanterweise Interferon-Gamma, was natürlich im Serum kein extrem sensitiver Marker ist, aber bei so einer schweren Virusinfektion, wie ich es Ihnen anhand der anderen Kriterien gezeigt habe, würde man erwarten, dass Gamma-Interferon, das ja T-Zell und NK-Zell spezifisch ist, stark erhöht wäre, hier nicht erhöht. Genauso auch hier Interleukin 12, also das Zytokin, das Gamma-Interferon induziert und eigentlich noch besser geeignet ist, um im Serum nachzugucken, ob eine relevante virale Aktivierung vorliegt, Interleukin 12 auch negativ, auch die anderen. Sie sehen auch hier, man spricht ja oft von der Trias TNF-Alpha, Interleukin 1 Beta und Interleukin 6. Sie sehen auch hier, die Trias ist nicht so gut bewährt. Hier haben wir Interleukin 6 positiv, haben wir nichts anderes gemacht, aber hier gegen Ende TNF-Alpha immer noch positiv, aber Interleukin 1 Beta negativ und Interleukin 6, das wir hier positiv hatten, wie auch schon am CRP sehen, total negativ geworden hier inzwischen. Der lösliche Interleukin-2-Rezeptor ist ein sehr guter spezifischer Marker für T-Zell-Aktivierung, aber wenig sensitiv. Und Sie sehen hier, natürlich haben wir es leider erst am Ende der Infektion gemacht. Da war es dann auch schon wieder negativ. Ich unterstelle, dass es vorher positiv war. Auch diese extrem sensitiven molekularen, also Genexpressionsmarker für Immunaktivierung, Cyclooxygenase 2, diese induzierbare Form der COX- und NF-kappa-B, der, wenn man so will, universelle zelluläre Schalter für Immunaktivierung, hier beide schon wieder runtergeregelt. Ich gehe davon aus, dass sie vorher positiv waren, habe ich aber in diesem Fall nicht zur Hand. Wie war die Behandlung? Also wie gesagt, eindeutig eine Zytomegalie-Infektion mit Bystander-Reaktion auf immunologischer Ebene, nicht auf viraler Ebene, dass wir eine vermehrte, das haben wir im Speichel gesehen, eine vermehrte Virusbildung hätten von EBV und anderen Herpesviren, sondern reine Zytomegalie-Infektion, die wir behandelt haben mit Valcyte, leider in Deutschland ja unverschämtest teuer, kostet die Monatsbehandlung halt 2.300 Euro. Nur als Randbemerkung, es gibt andere Länder, da ist Valcyte wesentlich billiger, also wer das selbst bezahlen muss, sollte sich auch mal ins Ausland wenden, zum Beispiel nach Belgien. Celebrex gebe ich dazu, weil das natürlich erst ein NF-kappa-B und COX-2-Inhibitor ist, aber vor allen Dingen, weil auch nachgewiesen ist, dass es Proliferation von Herpesviren blockiert und
weil es außerdem oft symptomatisch vorteilhaft ist, Celebrex 2 dazu zu haben. Eine am Tag von 200, das natürlich nur für begrenzte Zeit. Delimun als Immunstimulanz, oft ist es bei diesen komplexeren Fällen, was ja in diesem Fall auf jeden Fall war, weil es absolut untypisch ist, dass jemand in dem Alter, der sonst völlig gesund ist und auch nicht unter vermehrter Infektionsneigung anamnestisch leidet, ist es oft gut, auch die immunologische Seite mit zu unterstützen. Delimun ist jetzt ein zugelassenes Mittel, das man verwenden kann. Seine Wirkung ist sicher mehr als begrenzt anzusehen. Decostol ist eine Standardbehandlung, die auch bei ihm natürlich hier dazu kam. Wo ich aber eh vorsichtig bin und nicht unbedingt initial hochdosiert rangehe, weil Decristol immunsuppressiv wirkt. Also nicht Decristol, sondern Vitamin D. Decristol nicht speziell, also alle hochdosiertes Vitamin D, je höher dosiert, desto stärker immunsuppressiv wirkt es. Das sollte man immer berücksichtigen. Es ist nicht so, dass Vitamin D nur in jeder Hinsicht nur vorteilhaft ist. Damit ist der Fall abgeschlossen. Der Patient geht es natürlich wieder bestens. Er hat sich schnell erholt. Und wir haben dann auch nach 4 Wochen die entsprechende Therapie beendet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, wenn Sie dazugehört haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Weitere Informationen finden Sie unter www.dr-bieger.de. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schicken Sie uns doch bitte eine E-Mail an praxis@dr-bieger.de.